So. Da ist noch einer. Na komm. So. So. Ich hätte nichts mehr als die Baseballkeule, aber die ist irgendwie nicht in meinem Inventar mehr. Warum auch immer. Habe ich gleich geschafft? Naja, ich hoffe es. Wenn da wirklich noch Überlebende sind, nicht alleine, dann könnt ihr mir ja mal helfen, gegen diese Monster anzukommen. Weil ich bin echt nicht ohne. Ich soll ganz schnell mal gucken. Ich weiß gar nicht, warum man die Keule rausgenommen hat. Gute Frage, ich weiß es nicht. Aus dem Kampf geflohen, das ist schon mal ganz gut. Dann kann ich mich jetzt ganz gemütlich darauf konzentrieren. Was jetzt eigentlich bei nicht alleine bedeutet. Also das war jetzt echt, dahin zu kommen, ist echt, war eine schwere Geburt. Ohne zu wissen, was mich jetzt hier erwartet. Na? Und vor allem jetzt bin ich hier oben und muss erstmal runterkommen. Wenn ich da springe, bin ich platt. So friert der Typ eigentlich? Dann komme ich ja mal hier runter. Mann. Kannst aber über Steine laufen, dann kann ich auch. Also, Night of the Dead Modus. Dann muss ich erstmal Kilometer lang den Berg umlaufen, damit ich erstmal runterkomme. Super anstrengend gerade. Aber jetzt geht es. Endlich komme ich mal ein bisschen runter, ohne dass ich mir die Beine breche. So, geht das jetzt hier so ein bisschen? Nee, hier kann ich auch nicht runter. So. Aber ich bin schon mal etwas tiefer gekommen. Ist schon mal ganz gut. Ich muss komplett aus. Wie kann es auch anders sein? Ich muss komplett außen rum. Das macht ja Spaß. Das macht Spaß. Alle 100 Meter geht es mal 1 Meter tiefer. Mensch, da holt sich doch nur wieder eine Verletzung. Dann kommt nicht hoch, der kommt nicht runter. Und jetzt komme ich wieder hier. Ja, endlich mal ein bisschen. Geschafft. Geschafft.
So, nicht alleine. Finde den Militärkonvoi nördlich der Industrieanlage Iga. Uga Aga Iga. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Ich hoffe, das wird ein zukünftiger Spawning-Punkt, damit wir nicht diese Monster-Armee im Laufen müssen. Ich werde mir die noch schnappen, wenn ich genug EMP und, ja, ich sag jetzt mal, Atomwaffen habe. Was habe ich zu verlieren? Ich bin eh der letzte Mensch. Glaube ich zumindest. So. Druckluftbehälter. Nimm ich mit. Nimm ich alles mit. Hier ist nicht weiter. Da. Naja, muss ich unbedingt sein. Aber dieses Medipack ist toll. Das ist toll. Munition. Sag mal, läufst du mal? Seht ihr schon mal, ich will ja laufen. Okay, was war denn das gerade? Ich ducke mich, dann kann ich wieder laufen. Das Spiel will mich wohl ein bisschen verarschen. So. Gut. Weil der Kofferraum mir Angst macht. Gehe ich da mal lieber ein bisschen Abstand und komme ich da nicht wieder weg. Na. So, das war jetzt auch wieder eine Geburt. Für sich hier. So, da. Alles nehmen. Immer jetzt alles nehmen. Auch wenn ich gleich. Weiß ich nicht, ob ich bald voll bin oder nicht. Gut, was haben wir hier? Löste mal. Was ist denn jetzt hier los? So. Das ist wieder so ein Auto, wo man wirklich, den Schalter finden muss. Ich habe jetzt aber auch keinen Bock mehr. Jag heter Anita Sjögren. Du som hör det här ska veta att du inte är ensam. Vi är några stycken som har lyckats fly från Östertörn till ön Hinfjäll. Det kryllar av rosthögar här också, men vi har hittat ett ställe där vi ligger lågt och är trygga. Och några av oss försöker laga en båt vid Lennarts marin så att fler kan komma hit. Ju fler desto starkare. Okay, ich muss darüber. Ist es die Mission? Ja. Dann gehe ich jetzt mal hier rüber. Bei dem Baseballschläger in meinem Auge. Weil, den muss man nicht nachladen. Der ist auch unzerstörbar. Und der reagiert schneller bei den, zumindest bei den laufenden Monstern. Ich habe ein Geräusch gehört. Das sind die Docks wahrscheinlich hier. Das ist wieder so eine Ecke, wo man hier nicht runterspringen kann, wo man jetzt erstmal weitläufig wieder umlaufen muss. Das ist mal super. Aber wir müssen ja sowieso da lang. Und wir hoffen, dass es auch irgendwie